Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen zu einem neuen Freizeitpark-Check hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Ja, und heute geht's in den Norden, genauer gesagt nach Dänemark zum Legoland Billund. Und was euch dort alles erwartet, ja, das erfahrt ihr im folgenden Video und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Das Legoland Billund wurde im Jahr 1968 unweit der Fabrik des bekannten Spielzeugherstellers eröffnet. Ziel war es, die damals schon recht erfolgreiche Marke kindertauglich zu vermarkten und dessen Absatz anzukurbeln. Die kleinen bunten Steine standen und stehen dabei bis heute logischerweise besonders im Mittelpunkt. Seit der Eröffnung bildet dann auch das sogenannte Miniland mit zahlreichen aus Lego erbauten Modellen und Landschaftsdioramen das absolute Herzstück im Park. Und dieses Konzept schlug quasi wie die sprichwörtliche Bombe ein. Denn schon in der ersten Saison besuchten den Park über 600.000 Gäste. Beflügelt von diesem Erfolg wurde der Dreh- und Angelpunkt auch schon in den 1970er Jahren um einen Westernbereich mit zusätzlichen Attraktionen ergänzt. Im Jahr 1983 wurde das Angebot im Park erneut vergrößert. Und das sogar im wahrsten Sinne. Schließlich zogen neben den kleinen Legosteinen nun auch die deutlich größeren Duplo-Bausteine in den Park und erhielten ihren eigenen Bereich. Anfang und Ende der 1990er Jahre kamen mit Piratland sowie Mittelalterbereich erneut zwei Themengebiete hinzu. Alles natürlich immer an Lego-typische Produktlinien angepasst. Im Jahr 2005 kam es dann zu einem Besitzerwechsel. Der bis dahin familiengeführte Park in Billund sowie alle anderen damals existierenden Legoländer wurden an die Merlin Entertainments Group verkauft. Diese hinterließ 2007 mit der Eröffnung eines kleinen Sea Life erste Spuren im Park. Weiter ging es rund 5 Jahre später mit dem neuen Polarbereich samt Achterbahn. Die aktuell letzten Erweiterungen stellen die 2016 eingefügte Ninjago Welt sowie der 2018 eröffnete Coaster Flying Eagle dar. Damit verfügt das Legoland derzeit über rund 35 Attraktionen auf ungefähr 145.000 Quadratmeter Fläche. Und was den ca. 2,5 Millionen Besucher dort sonst noch geboten wird, erfahrt ihr jetzt. Das Legoland besitzt insgesamt 8 verschiedene Themenbereiche, die in gewisser Weise natürlich auch fast alle Lego-Bezüge aufweisen. Im Zentrum steht dabei das bereits erwähnte Miniland. Vom Eingang aus gesehen rechts davon schließt sich das Piratenland in typischer Karibik- und Seeräuberoptik an. Von dort führt der Weg weiter zum Adventureland. Hier erwartet die Besucher eine Mischung aus tropischer Vegetation, Felsen und Wüstentempel. Im Anschluss daran gibt es im Polarland quasi das absolute Gegenteil. Eis und echte Pinguine bestimmen hier das Bild. Dank einer Sackgasse führt der Weg nun wieder zurück und es geht dem Bereich Knights Kingdom entgegen. Eine große Burg mit stattlichen Mauern versetzt einen hier in die Zeit der Ritter. Danach führt der Rundgang weiter zur Westernstadt Legoredo Town. Holzhäuser, Canyons, Cowboys und Indianer bestimmen hier das Bild. Vom Wilden Westen führt der Weg nun in den fernen Osten, genauer gesagt zur Ninjago World, in der einen asiatisches Flair erwartet. Direkt gegenüber liegt mit dem Duploland der Kleinkinderbereich. Und damit ist der Rundgang auch schon fast wieder vorbei. Man streift noch kurz die Imagination World und befindet sich wieder am Ausgangspunkt. Aber da man ja nicht nur auf Weltreise bzw. Sightseeing-Tour ist, nun zum wichtigen Teil, den Attraktionen. Eine der ersten Attraktionen, auf die man im Park trifft, ist Legotop. Mit 36 Metern Gesamthöhe ist es gleichzeitig auch die höchste Attraktion des Legoland. Während der Fahrt mit dem Aussichtsturm kann man seine Blicke über das Gelände und die nahe Umgebung schweifen lassen und sich im wahrsten Sinne einen Überblick verschaffen. Nur wenige Meter entfernt kann man statt Höhen Seeluft schnuppern. Denn bei Miniböde geht es in kleinen Booten auf Tour. Und bei der gemütlichen Fahrt durch den Wasserkanal gibt es allerhand zu entdecken. Gespickt mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten, die natürlich alle aus Legosteinen erbaut sind, begibt man sich hier quasi auf eine kleine Weltreise. Eine etwas actiongeladenere Seereise bietet Jungle Racers, denn beim Jetski von Zierer flügt man quasi durch die Wellen. Besonders wird die Fahrt durch die Möglichkeit, den seitlichen Aussprung zu steuern und somit selbst ins Geschehen eingreifen zu können. So kann der spaßige Ritt durchs Wasser dann auch schon mal ein klein wenig turbulenter werden. Und um eventuellen Wartezeiten vorzubeugen, ist Jungle Racers sogar in Doppelausführung vorhanden, was für diesen Typ Attraktion eher selten ist. In gewisser Weise auch eine Doppelanlage findet man bei Ghost in the Haunted House. Dazu aber gleich mehr, denn zunächst erwartet euch hier ein Walkthrough mit verschiedenen Elementen. Dunkle Gänge, Korridore und Räume des alten Spukhauses verheißen nichts Gutes. Doch ganz so schlimm ist die Welt im Inneren dann doch nicht, denn hier und da gibt es sogar Anlass zum Schmunzeln.
Zudem können mit fest installierten Taschenlampen auch kleinere Effekte ausgelöst werden, wodurch man beim Rundgang durchs Spukhaus einiges entdecken kann. Das gilt in gewisser Weise auch für das integrierte Spiegellabyrinth. Schließlich sollte man hier den richtigen Weg finden. Doch damit nicht genug. Am Ende des Labyrinths wartet nämlich noch ein weiteres Highlight in Form der eben bereits erwähnten Doppelanlage. Hierbei handelt es sich um zwei kleine Familienfreifalltürme von ABC Rides, die mit knapp 10 Meter Höhe, spaßiger Fahrt, kurzer Story sowie passender Gestaltung punkten können und das Erlebnis im Spukhaus gelungen abrunden. Wer vom Auf und Ab jetzt immer noch nicht genug hat, findet nur wenige Meter entfernt gleich die nächste Freifallattraktion. Bei Froghopper geht es zwar nur auf knapp 6 Meter Höhe, doch auch die reichen, um beim jungen Zielpublikum für mehrfaches Magenkribbeln zu sorgen. Und das sogar im doppelten Sinn, denn hier stehen gleich drei Froghopper von Zamperla nebeneinander, was die Wartezeit spürbar minimiert und zudem auch optisch ein ungewöhnliches Bild ergibt. Im wahrsten Sinne schwungvoll wird es bei Pirate Wave Breaker. Schließlich geht es beim 2009 eröffneten Contiki von Zierer mit Schaukelbewegungen hin und her. Um den Spaßfaktor zu steigern, dreht sich die als Schiff gestaltete Gondel zudem noch um die eigene Achse. So fühlt sich die Fahrt dann auch fast wie der namensgebende Ritt über die Wellen an, bleibt aber dennoch absolut familientauglich. Spaß für Groß und Klein gibt es auch beim nur wenige Meter entfernten Piratkarussell. Dabei handelt es sich um ein Kaffeetassenkarussell von Magwals, hier allerdings nicht im sonst typischen Porzellan, sondern Piratendesign. An der Fahrt ändert dies aber natürlich nichts, denn wie üblich geht es auch hier munter im Kreis umher. Und wer mag, kann durch Drehen der eigenen Gondel für zusätzlichen Spin sorgen. Alle, die auf diesen Drehwurm verzichten möchten, können alternativ bei Fear Internet vorbeischauen. Denn hier könnt ihr dem Treiben ganz entspannt von oben zuschauen. Wobei, ein wenig Muskelkraft ist schon erforderlich, um den Ausblick vom namensgebenden Leuchtturm genießen zu können. Schließlich muss man sich beim Tower von Sunkit zunächst selbst nach oben ziehen. Ein etwas leichterer Weg, um das Legoland von oben zu erkunden, ist die Monorail. Die Einschienenbahn von Magrides verläuft in einigen Metern Höhe durch den vorderen Parkteil und bietet während der entspannten Fahrt schöne Ausblicke auf den Kinderbereich Duploland sowie die Kinderfahrschule. Und wo ich schon dabei bin, auch direkt ein paar Worte zur Sea Traffic Skolen. Wie zu vermuten, richtet sich diese Attraktion besonders an die jungen Gäste im Legoland. Der großzügig angelehnte Parcours mit Kreuzungen, Tankstelle sowie einer Waschanlage bietet den Kids dabei gute Bedingungen, um auf spielerische Art Verkehrsregeln zu lernen und erste Erfahrungen im Straßenverkehr zu machen. Eine dagegen völlig andere Art von Parcours erwartet euch bei Lloyd's Laser Maze. In asiatischem Ambiente gilt es mit ein wenig Geschick verschiedene Hindernisse in Form von Laserstrahlen zu überwinden. Um den Anreiz dabei noch zu steigern, das Ganze sogar auf Zeit. Tempo ist übrigens auch bei Fire Brigade gefragt. Immerhin soll bei der Attraktion von Metallbau Emmeln ein Feuer gelöscht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss zunächst das Löschfahrzeug in Position gebracht werden. Und dafür ist ein erstes Mal Muskelkraft erforderlich. Hat man den Brandherd erreicht, ist erneut Mitarbeit gefragt. Hier heißt es kräftig pumpen, um mit dem so erzeugten Wasserstrahl das natürlich unechte Feuer zu löschen. Und wie im wahren Leben hat man dafür nur begrenzt Zeit und tritt zudem noch in verschiedenen Löschtrupps gegeneinander an. Insgesamt also eine durchaus schweißtreibende, aber auch sehr spaßige Angelegenheit. Wer nach so viel Anstrengung etwas Erholung braucht, für den empfiehlt sich Legotök. Mit der Parkeisenbahn geht es hier auf eine entspannte Runde durch den vorderen Teil des Legoland. Die Zugfahrt führt dabei einmal rund um das Milliland sowie am Kinderbereich entlang und bietet sich somit gut für eine erste kleine Erkundung des Geländes an. Eine nicht ganz so ausgedehnte Runde gibt es beim Duplo Express. Die kleine Zugfahrt richtet sich dabei speziell an Kinder und nimmt diese auf eine kurze Fahrt durch einen Teil des Duploland mit. Davon nur wenige Schritte entfernt liegt Legondol. Mit einer Höhe von knapp 5 Meter ist das Mini-Riesenrad zwar nicht sonderlich groß, aber hoch genug, um den Ausblick über diese Ecke im Park zu genießen. Also genau richtig für die Zielgruppe im Kinderbereich des Legoland. Kinder, die noch mehr Höhenluft schnuppern möchten, können direkt danach bei Duplofly vorbeischauen. In bunten Propellermaschinen geht es hier auf entspannten Rundflug. Und wie bei einem solchen Karussell üblich, können die angehenden Piloten die Flughöhe natürlich selbst bestimmen. Ein völlig anderes Erlebnis erwartet einen in den Lego Studios. Denn hierbei handelt es sich um ein typisches 3- bzw. 4D-Kino, in dem verschiedene Filme aus dem Lego-Universum gezeigt werden. Mit Hilfe von entsprechenden Brillen taucht man dabei in die virtuelle Welt der Leinwandhelden ein. Unterstützt wird das Gefühl, mittendrin zu sein, durch zusätzliche Elemente wie Wind, Nebel oder Wassereffekte. Und Wasser ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Attraktion. Denn in Atlantis bei SeaLab könnt ihr im wahrsten Sinne in eine andere Welt eintauchen. Wie am Namen schon zu erkennen, handelt es sich dabei um ein kleines SeaLab-Aquarium,
in dem allerhand Meerestiere bestaunt werden können. Und wer genau hinschaut, entdeckt neben Fischen und Co. auch den ein oder anderen Lego-Bewohner in der Unterwasserwelt. Das absolute Kontrastprogramm dazu ist Ice Pilot School. Hier geht es nämlich deutlich rasanter zu, wodurch der Robocoaster im Grunde auch die einzige echte Thrill-Attraktion im Legoland ist. In modernem und leicht spacigen Ambiente bekommen jeweils zwei Gäste zunächst eine Art Chipkarte, mit der an einem Terminal aus unterschiedlichen Bewegungsabläufen ein Fahrprogramm gewählt werden kann. Danach geht es zum eigentlichen Kern der Anlage. Diese besteht aus mehreren Roboterarmen, wie man sie eigentlich eher aus der Industrie kennt. Doch mit einer Gondel ausgestattet, wird daraus eine absolut thrillige Attraktion. Einmal eingestiegen und mit dem zuvor ausgewählten Bewegungsablauf gefüttert, geht es im wahrsten Sinne rund. Denn während der Fahrt kann man aberwitzige Manöver, Rotationen und Überschläge vollziehen. Nahezu fast jede Bewegung und Drehung ist möglich. Und genau dies macht die Anlage zu einer echten Thrill-Attraktion, die zudem auch vergleichsweise selten ist. Das darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Schließlich hat man nicht allzu oft die Möglichkeit, sich von einem Industrieroboter durch die Luft wirbeln zu lassen. Und dank verschiedenen Fahrmodi können hier sogar bedenkenlos Kinder ihren Spaß haben. Wem das dann aber doch zu abgedreht ist, schaut einfach mal bei der Lego Safari vorbei. Hier geht es im Geländewagen auf entspannte Rundfahrt. Und wie bei einer Safari üblich, können dabei verschiedene Tiere entdeckt werden. Elefanten, Löwen, Flamingos oder Zebras säumen die rund 180 Meter lange Strecke. Natürlich alles aus Legosteinen erbaut. Ein Must-See im Park ist natürlich das Miniland. Immerhin beruht hierauf die Erfolgsgeschichte des Legoland. Auf gut 8000 Quadratmeter Fläche verteilen sich verschiedene Dioramen und Nachbauten unterschiedlicher Gebäude, die aus insgesamt gut 20 Millionen Legosteinen zusammengebaut wurden. Die Palette reicht dabei von ländlicher Idylle, einem Modell des nahen Flughafens Billund, über Metropolen und bekannte Sehenswürdigkeiten wie etwa Schloss Neuschwanstein bis zu Schlachtszenen aus dem Star Wars Universum. Hier schlägt eindeutig das Herz des Parks, was wiederum auch die Herzen von Lego-Fans höher schlagen lässt. Und von diesem eigenen kleinen Themenbereich nun weiter zur Kategorie Themenbahnen. Der erste Vertreter dieser Art befindet sich im Adventureland und hört auf den Namen Templet. Verborgen hinter den Mauern eines ägyptischen Tempels geht es hier auf eine Entdeckungsreise ins Reich der Pharaonen. Dabei ist man allerdings nicht nur Zuschauer, sondern kann auch selbst ins Geschehen eingreifen. Denn hierbei handelt es sich um einen Interactive Dark Ride, bei dem mit kleinen Laserpistolen verschiedene Ziele anvisiert und getroffen werden sollen. Egal ob Mumie, Grabräuber oder verborgene Schätze, jeder Treffer zählt, um das Abenteuer im Tempel zu bestehen. Das Ganze trotz düsterer Grundstimmung sogar absolut kindertauglich. Im Grunde also eine spaßige Angelegenheit für Groß und Klein. Doch leider kann der 2010 eröffnete Dark Ride nicht völlig überzeugen. Hier fehlt es sowohl an Fahrzeit als auch an Details, was die Lust auf Wiederholungsfahrten deutlich schmälert. Ganz besonders, wenn man darauf auch noch längere Zeit im eher tristen und schattenlosen Anstehbereich warten muss. Etwas besser sieht es dagegen bei Ninjago The Ride aus. Auch hierbei handelt es sich um einen interaktiven Dark Ride. Dieser unterscheidet sich jedoch stark vom gerade beschriebenen Pendant im Park. Das liegt zum einen an der völlig anderen Optik, welche an die bekannte Produktlinie sowie Fernsehserie angelehnt ist und in einer asiatisch angehauchten Welt spielt. Zum anderen kommt hier ein völlig anderes Attraktionserlebnis zum Einsatz. Statt dreidimensionalen Zielen stehen in diesem Fall mehrere große Leinwände im Zentrum des Geschehens. Zusammen mit dem besonders bei Kindern beliebten Helden der Animationsserie geht es hier auf eine abenteuerliche Reise. Per Gestensteuerung müssen dabei allerhand böse Kreaturen unschädlich gemacht werden. Speziell die innovative Steuerung durch Handbewegung macht die Sache sehr interessant, allerdings auch etwas gewöhnungsbedürftig. Bei der ersten Fahrt dürften so wohl auch nur die wenigsten Highscore verdächtig punkten. Trotz leichten Abzügen in der B-Note ist Ninjago The Ride aber dennoch ein relativ spaßiges Erlebnis, das besonders Kinder in seinen Bann zieht. Ein absolut klassischer Dark Ride erwartet euch bei Piratwürde. Wie am Namen schon zu erkennen, geht es beim Turbo Ride von Mack auf eine Fahrt in die Welt der Piraten. Entlang einer Festung führt die Reise zunächst über die offene See. Doch schnell wird der Weg enger und Felsen türmen sich neben dem Boot auf. Kurz darauf erreicht man schließlich eine Höhle, in der die Piraten ihr Nest aufgeschlagen haben. Gut 2 Minuten geht es nun durch die dunkle Grotte mit Tropfsteinen und typischen Szenen aus dem Leben der Seeräuber. Danach gelangt das Boot wieder ins Freie und begibt sich auf die letzten Meter der Strecke. Insgesamt ist Piratwürde zwar kein absolutes Highlight, doch die unterschiedlichen aus Legosteinen erbauten Szenen und Animatronics wissen dennoch zu gefallen. Hier kann man einfach mal entspannen und sich im wahrsten Sinne auf dem Wasser treiben lassen. Und das ist doch eine gute Überleitung zur nächsten Attraktionsgruppe.
eigentlich zwar keine Wasserbahn im klassischen Sinn, aber trotzdem ein durchaus nasses Vergnügen ist Pirates Splash Battle. Im typischen Piratensetting mit Festungsmauern, Felsen und überdimensionalem Totenkopf bricht man hier zum Seegefecht auf. Dafür ist jeder Sitzplatz der einzelnen Boote mit einer kleinen Wasserkanone ausgestattet, um die Insassen der anderen Schiffe ordentlich nass zu spritzen. Doch das Duell findet nicht nur unter den mitfahrenden Seeleuten statt. Auch außerhalb der Strecke ist man nicht vom Wasser sicher. Dank um die Attraktion platzierten Wasserkanonen kann das Feuer jedoch auch von dort erwidert werden, wodurch das 2008 eröffnete Splash Battle von Muckrats ein feuchtfröhliches Erlebnis und nicht nur an warmen Sommertagen ein wahrer Publikumsmagnet ist. Ein spaßiges Erlebnis verspricht auch Vikings River Splash. Besonders die große Abfahrt sorgt schon von außen für gespannte Vorfreude. Dazu aber gleich mehr. Zunächst geht es durch den in Wikinger-Optik gestalteten Wartebereich in die gleichfalls nordisch anmutende Station. Man steigt in eines der typischen Rundboote und die Fahrt kann beginnen. Zu Anfang schlängelt sich das Rafting von Intermin mit einigen Kurven durch den Wasserkanal aus Beton. Ein paar aus Legosteinen erbaute Thematisierungsobjekte und das war es auch schon. Danach geht es ein erstes Mal leicht in die Höhe, um Schwung für den folgenden Streckenabschnitt zu nehmen. Mit Stromschnellen und Richtungswechseln führt die Fahrt nun durch etwas Grün. Bis auf eine große Wasserfontäne, das Ganze allerdings wenig abwechslungsreich und leider auch sehr trocken. Aber es wartet ja noch das eben bereits erwähnte Finale. Per Vertikallift wird das Boot auf gut 8 Meter Höhe befördert, um von dort die große Abfahrt hinunterzustürzen. Mit Topspeed geht es dem Wasser entgegen und man wird beim Eintauchen natürlich auch von einem ordentlichen Splash begrüßt. Doch leider fällt das Spektakel optisch nasser aus, als es in Wirklichkeit ist. Und das gilt in gewisser Weise eigentlich auch für die ganze Anlage. Echter Wasserbahnspaß kommt nur in geringen Mengen auf. Dem Rafting fehlt es hier ganz eindeutig an Abwechslung und Highlights. Das gilt übrigens auch für die Optik. Insgesamt also eher eine Fahrt der Sorte, kann man machen, muss man aber nicht. Die dritte und letzte Wasserbahn im Legoland ist der Klassiker schlechthin. Denn hierbei handelt es sich um einen Lokflug. Obwohl, ganz so klassisch ist Lego Canoe dann doch nicht. Im Gegensatz zur sonst fast schon obligatorischen Gestaltung mit Baumstammbooten geht es hier in kleinen Kanus auf die Reise. Auf mehreren Ebenen führt der Fluss dabei durch eine typische Wildwestkulisse mit Felsen, Höhlen sowie allerhand Tieren. Und natürlich darf bei einer Wildwasserbahn auch die Abfahrt nicht fehlen. Davon gibt es zwar nur eine und die fällt zudem, wie eigentlich auch die ganze Anlage, relativ klein aus, hat aber dennoch ihren Reiz. Und genau so lässt sich auch der Gesamteindruck von Lego Canoe beschreiben. Die vergleichsweise kurze Strecke, lediglich ein Drop mit humanem Nässegrad und die ordentliche Thematisierung sind zwar nicht unbedingt highlightverdächtig, dafür aber bestens für die Zielgruppe Familien geeignet. Als älteste im Park bestehende Achterbahn hat Dragon einen gewissen Kultstatus. Dies liegt jedoch nicht nur am Alter, sondern auch an der Fahrt selbst. Denn die 1997 eröffnete Anlage verbindet sowohl klassische Achterbahn als auch Dark Ride Elemente. Der Einstieg zum Powered Coaster von Muckrides befindet sich in den mächtigen Mauern einer großen Burg. Und genau diese durchfährt man im ersten Teil der Fahrt. Gut eine Minute geht es mit Schritttempo durch unterschiedliche Räume, in denen das mittelalterliche Leben der Schlossbewohner dargestellt ist. Zum Ende der Burgbesichtigung erkundet man schließlich auch die dunklen Gewölbe und genau dort stößt man nun auf den namensgebenden Drachen. Um der Gefahr zu entkommen, nimmt der Zug Tempo auf und beschleunigt aus den Gemäuern ins Freie. Dort wartet nun der eigentliche Achterbahnpart. Entlang viel Grün und mit ungefähr 40 km/h Topspeed durchfährt man dabei zunächst eine Abwärts- und danach eine langgezogene Aufwärtshelix. Und das war's dann auch schon wieder. Alles in allem also ein eher kurzes Achterbahnvergnügen. Doch der Hauptaugenmerk liegt hier sowieso mehr auf der Kombination mit dem Dark Ride Abschnitt. Und genau dank dem sollte man sich eine Fahrt mit Dragon auch keinesfalls entgehen lassen. Ein absoluter Klassiker ist Extreme Racers. Und das sogar im doppelten Sinn. Schließlich handelt es sich hierbei um eine wilde Maus, die sowohl in den verschiedenen Legoländern als auch generell in Freizeitparks häufig zu finden ist. Die Hauptmerkmale dürften also bekannt sein. Und genau so präsentiert sich dann auch die 1999 eröffnete Anlage mit den typischen engen Haarnadelkurven sowie mehreren großen und kleinen Drops aus bis zu 16 Metern Höhe. Thematisch orientiert sich der Coaster von Muckrides am Bereich Lego-Technik, auch wenn dies nur bedingt zum umgebenden Abenteuerthemengebiet passt. Wobei das allerdings nicht wirklich auffällt, denn bis auf die Station und ein paar Lego-Figuren am Rande der 400 Meter langen Strecke ist die Achterbahn nahezu unthematisiert. Eine Runde mit dem bis zu 55 km/h schnellen Flitzer macht natürlich trotzdem Spaß, kommt insgesamt aber dennoch nicht über den Statusdurchschnitt hinaus. Von Rennautos nun weiter in den Wilden Westen zu Flying Eagle.
Der Force Coaster von Sierra wurde 2018 eröffnet und ist damit die neueste Achterbahn im Legoland. Mit 11 Meter Höhe, gut 45 km/h Topspeed und 280 Meter Länge ist die Anlage gleichzeitig auch die kleinste Achterbahn im Park. Dafür dreht man jedoch auch gleich zwei Runden über die Strecke. Dank abwechslungsreichem Layout mit kleineren Drops, Richtungswechseln und Helixen fällt die Fahrt für eine Bahn dieser Größe dabei sogar relativ schwungvoll aus. Besonderes Highlight ist jedoch die wirklich schöne Optik im Grand Canyon Style. Felsen, Wasserflächen sowie einige Tiere im Lego-Look sorgen hier für authentische und schöne Gestaltung. Unter dem Strich also eine Kinderachterbahn, die besonders dank der guten Thematisierung auch bei größeren Coaster-Fans punkten kann. Eine sehr besondere Thematisierung hat auch die nächste Achterbahn zu bieten. Immerhin gibt es beim Polar Explorer echte Pinguine zu bestaunen. Um die zu entdecken, muss man aber erstmal an einer Polarexpedition teilnehmen. Aus der Forschungsstation geht es im Schneemobil oder besser gesagt im Achterbahnzug auf knapp 20 Meter Höhe. Mit geschwungenem First Drop startet nun die Fahrt über Berg und Tal. Kleinere Hügel, Richtungswechsel und Helixen bestimmen das Bild bei der Tour um und durch Eisberge. Im letzten Teil der fast 500 Meter langen Strecke folgt dann noch ein besonderes Element. Der Zug kommt in einer Höhle zum Stehen und stürzt dort mittels kleinem Freifalleffekt knapp 5 Meter in die Tiefe. Danach rollt der Zug fast schon behäbig über die letzten Streckenmeter zurück zur Station. Und hier findet man nun auch die eben bereits erwähnten Pinguine, die man für wenige Sekunden durch Glasscheiben sehen kann. Danach ist das Abenteuer aber auch schon wieder vorbei. Insgesamt ist Polar Explorer eine solide Familienachterbahn, die besonders im ersten Abschnitt und dank des Freifallelements punkten kann. Beides zwar nicht sonderlich intensiv, aber dennoch schwungvoll und absolut ausreichend für die Hauptzielgruppe im Legoland. Lediglich die letzten Meter der Strecke wirken aufgrund der viel zu geringen Geschwindigkeit ein wenig fehl am Platz. Nichtsdestotrotz die wohl beste Achterbahn im Park. Und für alle, die Interesse haben, dies auch mal zu erleben, nun ein paar grundlegende Informationen zum Legoland. Ähnlich wie bei den meisten saisonalen Freizeitparks hat auch das Legoland von Frühjahr bis in den Spätherbst geöffnet. Das bedeutet in diesem Fall zumeist von Anfang April bis Anfang November. Bis auf einige wenige Ausnahmen in der Nebensaison, dies auch täglich. Die Tore des Parks öffnen dabei grundsätzlich immer um 10 Uhr. Etwas unterschiedlich ist dagegen der Zeitpunkt, zu dem der Park am Abend schließt. Die minimale Öffnungszeit geht bis mindestens 18 Uhr. Kann in den Sommermonaten und während der Herbstsaison jedoch auch bis 21 Uhr verlängert sein. Die Attraktionen werden allerdings grundsätzlich immer eine Stunde vorher geschlossen. Wer sich hier für ein bestimmtes Datum informieren möchte, schaut am besten vorher auf der Homepage des Legoland vorbei. Weiter zu den Eintrittspreisen. Kleinkinder bis einschließlich 2 Jahre haben grundsätzlich freien Eintritt zum Park. Alle anderen Gäste zahlen für das Tagesticket 395 dänische Kronen, was umgerechnet ca. 53 Euro entspricht. Etwas günstiger wird es, wenn man Online-Tickets im Vorverkauf erwirbt. Bei Buchungen 7 Tage vor dem eigentlichen Besuch gibt es 10% Rabatt auf den Preis. Übrigens für Senioren und Menschen mit Behinderungen gibt es keine Vergünstigungen. Diese zahlen ebenfalls den vollen Eintrittspreis. Lediglich für benötigte Begleitpersonen ist der Eintritt kostenlos, allerdings nur sofern ein entsprechender Eintrag im Schwerbehindertenausweis vorhanden ist. Für alle, die gleich 2 Tage im Legoland verbringen möchten, gibt es vergünstigte 2-Tageskarten für umgerechnet ca. 70 Euro. Ein weiterer Kostenfaktor sind die Parkplatzgebühren. Hier sind pro Tag und Stellplatz nochmals 50 dänische Kronen, also knapp 7 Euro fällig. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp, es gibt auch völlig kostenlose Parkplätze, diese sind jedoch etwas weiter vom Park entfernt. Womit ich dann auch zur Anreise komme. Mit dem Pkw führt der Weg aus Deutschland kommend zunächst über die E45 bis zu den Abfahrten 63 oder 61a. Von dort geht es nun ca. 30 bis 40 Kilometer via Landstraße zum Ziel. Besonders auf dem letzten Teilstück empfiehlt sich daher auch die Benutzung eines Navis. Alternativ kann der Park natürlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Ein entsprechender Bus halt befindet sich direkt am Haupteingang. Absolut problemlos ist auch die Anreise per Flugzeug. Schließlich liegt der Flughafen Billund unmittelbar neben dem Gelände des Legoland. Und zum Abschluss nun noch mein persönliches Fazit. In einem Park, der seinen Namen und Ursprung einem Spielzeug verdankt, ist es nur logisch, dass der Fokus hier besonders auf die Zielgruppe von Familien mit kleineren Kindern gerichtet ist. Dementsprechend fallen dann natürlich auch die Attraktionen aus. Diese sind allesamt absolut familientauglich. Die Anzahl und Auswahl ist dabei nicht nur groß, sondern bietet für beinahe jeden Geschmack etwas. Wer allerdings Thrill-Attraktionen oder Ähnliches sucht, wird hier enttäuscht. Wie in einem Familienpark eigentlich auch schon zu erwarten, gibt es bis auf Ice Pilot School leider keine anderen richtigen Thrill-Fahrgeschäfte.
Dies gilt in ähnlicher Form ebenfalls für die Achterbahnen. Die vorhandenen Coaster sind zwar allesamt solide, sorgen jedoch nur für geringe Adrenalinschübe bei den Gästen, womit der Fokus auch hier klar im Bereich Familientauglichkeit liegt. Und das lässt sich ebenfalls auf die Wasserbahnen übertragen. In diesem Bereich könnte es ebenso etwas actionreicher und auch nasser zugehen. Dafür kann das Legoland mit immerhin 3 vollwertigen Dark Rides punkten und bietet so Alternativen, falls es mal regnen sollte. Und mit den Themenbahnen bin ich dann auch quasi schon im Bereich Gestaltung. Mit 8 verschiedenen Gebieten hat der Park eine große Vielfalt im Angebot. Und in allen davon stehen die kleinen bunten Steine in irgendeiner Art und Weise im Mittelpunkt. Leider ist der typische Lego-Charme dabei allerdings nicht immer ganz bei mir angekommen. Denn in einigen Bereichen haben Optik sowie Thematisierung noch etwas Luft nach oben. Und diese Aussage spiegelt in gewisser Weise auch mein Gesamtfazit wider. Aus meiner Sicht ist das Legoland alles in allem ein guter und absolut stimmiger Park, der viel zu bieten hat, aber hier und da leider auch leichte Schwächen besitzt. Für Fans von Lego, Familien und besonders Kinder, die die Welt ja bekanntlich sowieso mit anderen Augen sehen, ganz bestimmt ein sehr gutes Ausflugsziel. Für alle anderen, speziell Thrillseeker, jedoch eher ein Park der Sorte, kann man machen, muss man aber nicht. Hier sollte einfach jeder für sich selbst entscheiden, ob das Legoland die eigenen Bedürfnisse widerspiegelt und die richtige Wahl ist. Und das soll es jetzt soweit von mir zum Freizeitpark-Check über das Legoland Billund gewesen sein. Ich denke, ich habe euch wieder mal wie immer sehr, sehr viele Informationen mit auf den Weg gegeben und ich hoffe, euch hat das Ganze dann auch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da oder auch einen Kommentar unter dem Video. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und falls ihr ähnliche Videos dieser Art nicht verpassen wollt, natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Dann seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite, dass ihr da von YouTube informiert werdet, falls es was Neues hier auf dem Kanal in der Richtung gibt. Ja, und das soll es dann jetzt von mir soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch wie immer viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.